Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute werden wir einfach mal die paar Lava Twice durchmachen. Genau, also ich habe ja, wie gesagt, ein Team, da wo ich einen Anubis mit drin habe, dann habe ich eine Trixie mit drin, den Gargoyle, den Eros und eben, ja, die Rose. Und ja, wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen, ja, wie einfach eigentlich Lava 3 geworden ist. Im Gegensatz zu Lava 4 ist das natürlich hier ein Klacks. Wir schaffen ja natürlich auch immer die ganzen Truhen. Na gut, ich sag mal so 90% schaffen wir. Mal hat man doch einen Versuch dabei, der ja irgendwie kacke läuft. Warum auch immer, entweder Procken hält nicht oder je nachdem. Also sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Faktoren, die da mit reinzählen. So, jetzt warte ich bloß nochmal kurz hier auf die Einladung. Genau, da ist sie. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal den nächsten Versuch. Oder was heißt Versuch? Naja, den werden wir wahrscheinlich sowieso hier schaffen. Ja, einige Hellen sind hier leider runtergelaufen. Das ist nicht ganz so gut. Aber er ist halt Slow mit drin, ne? Von dem Eisdämon. Darum geht das eigentlich ganz gut klar hier unten. So, wir haben den ersten Boss fast gekillt. Ist ganz gut. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zu dem ersten Boss mit runter. Er bewegt sich leicht, aber ist nicht ganz so schlimm. Okay, und haben natürlich trotzdem dann alles noch geschafft. Perfekt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den nächsten Versuch und ja, mal sehen, wie weit wir dieses Mal kommen. Ich hoffe ja mal, dass wir wieder alles töten können. Okay, mein Anubis wurde einmal gekillt, aber ist nicht ganz so schlimm. Der Baum ist ja da. Genau, die Trixie wurde ja schon einmal wiederbelebt, wieder mal. Ist ja nichts Neues. So, eigentlich ist ja der einzige Boss, der hier, ja, sag ich mal, sowas machen kann gegen uns, ist der hier ganz unten, in der Mitte. Der bufft sich nämlich manchmal doch schon ganz schön extrem hoch und macht ziemlich krassen Damage. Ja, aber der ist trotzdem halt gestorben. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall, ja genau, mein Eros hat hier wieder schön geprockt. Das ist besonders wichtig hier bei uns im Team, weil ja dann halt die ganzen Helden voll Energie haben. Was ziemlich gut ist hier bei Lava 3. Generell eigentlich, wenn du Lava 4 machst, dann musst du auch alle Helden direkt auf 100% Energie haben, sag ich mal so. Weil der Anfang ist halt am schwersten im Grunde genommen, wenn man dann die Stacks drin hat vom PD, ist es ja relativ easy, das alles zu schaffen. Genau, jetzt sind wir hier unten schon wieder bei dem Boss, bei dem, ja, da wo man ein bisschen aufpassen muss, nein, was halt aufpassen muss, man muss es einfach bloß durchlaufen lassen. Und ja, ihr seht schon, wir haben hier wieder gewonnen und ich habe diesmal sogar eine blaue Truhe bekommen. So, jetzt haben wir hier wieder mal den nächsten Versuch. Meine Trixie ist natürlich am Anfang wieder instant gestorben. Was aber nicht ganz so schlimm ist, weil der Baum halt wieder, ja, weil der Baum die ganze Zeit meine Trixie wiederbelebt am Anfang. Das ist mal ganz gut. Und so kann man auf jeden Fall, ja, den maximalen Damage dann auch rausholen. Schon allein die Trixie, die holt ja ihre ganzen Kürbisse. Dann habe ich hier noch meine Rose mit drin, die ja auch noch Viecher spawnt. Also diese Ornikopter. Die sind ja auch ziemlich OP. So, wir sind jetzt sogar hier rechts oben sogar noch beim Boss gewesen, haben die anderen Bosse außenrum schon gekillt. Okay, interessant. Hab sogar eine lila Truhe bekommen. Nicht schlecht. So, ein weiterer Versuch. Genau, mein Eros hat wieder geprockt, was ziemlich wichtig ist. So, und jetzt, ja, noch nicht mal meine Trixie ist gestorben in diesem One, das ist ja ziemlich gut. Okay, ich sehe auch keinen Helden, der jetzt gekippt ist. Na gut, man sieht ja hier sowieso nicht gerade so viel. Von den ganzen Effekten, von den ganzen Helden. Finde ich sowieso, könnte IGG sowieso einführen, wenn man auf Stufe 4 den Speed hat, dass man die Effekte von den Helden bisschen reduziert, sag ich mal so, oder dass sie dann gar nicht mehr vorhanden sind, weil dann laggt es nämlich auf dem Handy oder wie auch immer, wo man halt gerade spielt, nicht mehr so extrem, weil dadurch, ja, und dadurch kannst du es halt um einiges flüssiger spielen,
So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, weil auf meinem Handy laggt das nämlich richtig doll, wenn ich auf Stufe 4 mache. Kann ich nämlich nicht machen. So, wieder mal die nächsten zwei. Ja, jetzt ist natürlich am Anfang wieder meine Trixie gestorben. Was aber halb so wild ist, weil sie halt immer wiederbelebt wird. So, ja, hier sieht man natürlich schön den Damage aufploppen, sage ich mal so. Richtig nice. So, gehen wir natürlich wieder hier oben hin, dann gleich hier links an der Seite und dann direkt nach unten. Einige sind ja direkt hier nach unten gegangen, aber naja, wie man sehen kann, wieder mal kein Problem. Und jeder hat sogar eine blaue Kiste bekommen. Yay! So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal den letzten Versuch. Danach machen wir nochmal die Kisten alle auf natürlich. Ups, bin ich hier wieder rausgetappt. So, Trixie sind wieder nicht gestorben. Das ist eigentlich immer mein Hauptproblem, dass meine Trixie hier stirbt hier vorne. Aber ist diesmal alles gut gegangen. Genau, und dann schauen wir uns nochmal kurz die Belohnung dann an, die wir da bekommen. Und ja, dann soll es auch erstmal das fürs Video gewesen sein. Ist jetzt nichts Besonderes mehr, Lava 3, aber ich finde trotzdem lohnt es sich dazu nochmal ein kurzes Video zu machen. So, dann genau, öffnen wir mal die ganzen Geschenke hier. Oh ja, ganzen Truhen. Da habe ich auf jeden Fall, holy shit, zwei Talent Reroll Karten. Okay, also die Belohnungen sind richtig nice. So, hier nochmal die drei von den. Ja, okay, da war nichts Besonderes drin. Eigentlich bin ich bloß auf die Splitterpakete aus, die hier drin sind. Und ja, gut, die Monsterpässe sind natürlich auch richtig nice. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Wertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.